17 Minuten und 8 Sekunden gedauert hat und das nach nur wenigen Sekunden. Außergewöhnlich auch für Sie gewesen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, seit ich hier spiele, ist das, glaube ich, noch nie passiert. Ist natürlich schwer für einen Spieler, der gerade aus dem Tunnel kommt, mega heiß ist. Und ja, dann so eine Spielunterbrechung, fast 20 Minuten, da musst du erstmal wieder in die Kabine und dann wieder hochfahren. Das ist ein bisschen schwer, aber die Jungs haben das sehr gut gemacht. Ja, absolut. Vor allem hat man gesehen, wie sie gleich wieder angerannt sind. Dementsprechend das frühe Tor, zweite Spielminute war es letztlich. Es hat nur 1 Minute und 4 Sekunden nach der Unterbrechung gedauert. Wir sehen das Ganze nochmal entstanden nach einem Einwurf. Was macht Ihre Mannschaft da extrem gut? Ja, wir behalten die Ruhe und ja, spielen uns da außen gut durch. Ich glaube, Hanslik spielt den Ball, ja genau, Hanslik spielt den Ball auf Nathai. Der legt den sich einmal vor. Ja, ich weiß nicht, ob der so reingegangen wäre, aber dafür haben wir John Verhoek, der dann einen guten Riecher für hat und sein Bein ausstreckt und der Ball Gott sei Dank reingeht. Und irgendeiner muss ja dafür sorgen, dass die Tore fallen, wenn Pascal Breyer schon verletzt fehlt. Ja, das stimmt. Zweites Tor für Hansa Rostock ist ebenfalls noch in einer sehr, sehr frühen Phase dieser Partie gefallen. Und zwar in der 14. Minute das allererste Tor im Trikot der Kogge für Daniel Hanslik. Eintracht Braunschweig noch immer nicht so richtig auf dem Rasen zu finden gewesen, aber auch bärenstark, wie er sich da durchsetzt. Ja, super Einzelleistung. Also wie der sich behauptet gegen die zwei Innenverteidiger, dann ihr Körper reinstellt, sich da durchwurschtelt. Und ja, macht er super. Freut mich für ihn. Hat er sich auf jeden Fall verdient. Ist er denn endlich angekommen? Man hatte schon das Gefühl, dass auch er hier erst einmal Anlaufschwierigkeiten hatte. Ja, aber ich denke, das ist normal. Aber wir als Spieler und als Mannschaft haben versucht, ihn schnell einzubringen in die Mannschaft. Und ich denke, von Spiel zu Spiel wird er immer besser. Und ja, ich hoffe, dass er genauso weitermacht. Jetzt führt man 2:0 zur Pause. Wie schwierig ist es jetzt auch, den Fokus beizubehalten, dass man halt in Durchgang Nummer 2 nicht zu früh abbaut? Ja, ich bin der Meinung, dass wir das sehr gut gemacht haben in der ersten Halbzeit. Den Matchplan, den uns das Trainerteam da mitgegeben hat, super umgesetzt. Jens Hertel sehen wir übrigens, der schon zurückkommt. Ja, und ja, einfach jetzt versuchen, genauso weiterzumachen.